Ach naja, also so ein bisschen anarchisch ist er ja schon gewesen, muss man sagen. Er ist nicht umsonst der Bad Boy of Music und geht mit einer Pistole auf die Bühne. Es war schon so ein kleines Wunderkind und hat sich immer sehr doch ein bisschen erhoben über den normalen Mainstream. Das war ihm, glaube ich, ein Leben lang sehr, sehr wichtig. Ja, also es ist sehr, sehr ironisch und karikaturhaft oft. Es ist so mit Witz, aber auch sehr viel schwarzem Humor verbunden. Und dementsprechend bin ich mir ganz, ganz sicher, dass diese Musik auf Skandal aus ist. Keine Phrase endet so, wie man sie normalerweise enden würde. Kein Ende ist so, wie man es von einem Ende erwartet. Kein Anfang ist so, wie man es von einem Anfang erwarten würde. Er findet zu allen Fragen, die man zu sich stellt, wenn man ein neues Stück schreibt, immer eine sehr persönliche, sehr eigene Antwort. Also George Antheil hat dieses Werk, die Jazz-Sinfonie, komponiert ein Jahr nach der Rhapsody in Blue von George Gershwin. Und das hört man natürlich schon. Naja, die Revolution, die von Amerika ausgegangen ist in Sachen Musik, ist der Jazz und ist der Pop. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, der Jazz kommt von der Marching Band und das hört man auch in der Jazz-Sinfonie. Es ist wirklich, es ist Bandmusik. Die Komponisten, die in der damaligen Zeit wie der Antheil 20er, 30er Jahre gearbeitet haben, haben sich damit irgendwie auseinandergesetzt. Das war eine Richtung, die, wenn man zeitgenössisch sein wollte, da ist man da nicht, konnte man nicht drumherum. Das ist schon verrückt, also wie Clustermusik oder wirklich Dissonanzen dann auf einen schwingenden, fast schon Wiener Walzer aufeinandertreffen mit. Und das ist alles Spiegel, irgendwie Karikatur, Ironie und, glaube ich, sehr bewusst gemacht. Also es sind eigentlich alle Elemente drin, die ein Klavierkonzert braucht. Es ist doch mit viel Ernstlichkeit verbunden. Dennoch ist es sehr tänzerisch. Vieles klingt ja auch sehr nach Stravinsky, aber ich bin mir nie so richtig sicher, ob diese Art, dieses zitathafte Übernehmen von Stravinsky, ob das dann so eine Art Kopieren oder Benutzen von Formeln ist, die ein anderer schon mal vorher benutzt hat, oder ob es auch hier so eine Art satirische Auseinandersetzung ist. Ich würde es eher dem Zweiteren beantworten. Gerade Antheil ist ein Komponist, der sehr rhythmisch komponiert. Und ich habe mit dem Schlagzeugspielen begonnen, Musik zu machen.
Und dementsprechend liegt mir diese Musik doch sehr, einfach das Klavier schon fast als Rhythmusinstrument zu benutzen. So ein Gang durch die Klangwelt irgendwie der 20er Jahre. Und insofern macht es auch irgendwie Spaß, so revolutionär und schräg es manchmal auch ist, aber es macht schon auch sehr viel Spaß.